Die 17-jährige Karina ist spurlos verschwunden, das Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Iserlohn, Märkischer Kreis, hat am Dienstagabend, den 14. Juni, ihren Hund ausgeführt und ist seitdem nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bittet mit Fotos dringend um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Mädchen, 17, spurlos verschwunden. Wie die Polizei Märkischer Kreis berichtet, hat die 17-jährige Karina S. ihr Zuhause in Iserlohn-Letmathe zusammen mit ihrem Schäferhund verlassen. Wenige Tage darauf, am Donnerstagabend, wurde Karinas Hund alleine mit Halsband und Leine in einem Waldgebiet, etwa 200 Meter vom Wohnort entfernt, entdeckt. Von Karina fehlt nach wie vor jede Spur, auch zu ihrer Schulabschlussfeier ist sie nicht erschienen. Helikopter im Einsatz. Nach Karina wird seit Tagen mit großen Kräften gesucht. Dabei sind laut Polizei auch Hubschrauber im Einsatz. Die Vermisste habe allerdings ein 9-Euro-Ticket und könnte sich daher auch in einem weiteren Umkreis aufhalten. Wer hat dieses Mädchen gesehen? Beschrieben wird die junge Frau wie folgt. ,72 bis 1,75 Meter groß, schlanke Figur, braune Augen, langes, braunes und gelocktes Haar, komplett schwarz gekleidet mit Pullover, Jacke, Jeans, Hose. Wo ist Karina? Alle Hinweise bitte an die Polizei unter der Notrufnummer 110.